okay, Drax? Ist das ein Ja, ich bin okay, Grummeln? Ich will nicht darüber sprechen. Ich muss gehen. Oh, stimmt was nicht? Das geht dich nichts an, Peter Quill. Wartet nicht auf mich. Was war das denn wieder? Drax! Pass doch auf, Star-Lord! Pass selbst auf, dämlicher roter Typ! Ist das zu fassen? Gamora? Dann muss ich wohl allein mit Cosmo reden. Vielleicht muntert mich so ein bunter Kitsch auf. Ich hole mir ein Andenken an den Tag, an dem mein Team mich im Stich gelassen hat. Das ist sogar echt cool. Und der Kauf hat mich echt aufgemuntert. Hoffentlich ist Cosmo im Büro. Brücke geschlossen. Geh weg. Sieht nicht geschlossen aus. Sie ist anzogen. Nowhere Security. Super offiziell. Nimm anderen Weg. Gasse. Gasse. Ich muss wirklich dringend zu Cosmo. Cosmo nicht im Turm. Er dort draußen, Star-Lord. In Gasse. Moment! Woher kennst du meinen Namen? Geh. Oder geh in Cosmo-Gefängnis. Deine Wahl. Cosmo? Bist du da drin? Cosmo! Klar, überhaupt nicht seltsam. Cosmo ist bestimmt irgendwo in diesem Labyrinth aus verfaulender Gehirnmasse. Okay, ich muss Cosmo finden. Dann kümmere ich mich um das Team, falls ich sie finde. Peter, da draußen ist etwas. Aber ich sag dir nicht, was es ist. Denn wenn ich distanziert bin, dann macht mich das geheimnisvoll. Cosmo? Bist du das? Oh, ich hasse Labyrinthe. Vor allem die aus stinkendem Gehirn. Okay, Mann. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Sí.
Sieh dich an, du verflockter Mensch! Du endest bestimmt in einer dieser Verarbeitungsmaschinen! Flock! Ich krieg hier noch den Herzinfarkt. Ja. Wir schaffen das. Wir müssen einfach immer mit dem Gewehr auf den Gegner zielen und dann schiessen. Und dann töten draussen. Cosmo? Cosmo? Das ist nicht gut. Was haben wir denn da? Pass bloß auf, Star-Lord. Was macht denn ein mistfleckiger Terraner hier draußen, Ross? Er versteckt sich, Garrick. Ja, Terraner verstecken sich ja immer. Jeder weiß, dass Terraner mickrig sind. Und gut schmecken. Wenn man sowas mag. Wir mögen sowas. Wenn das Kopfgeld nicht wäre. Hey, Leute! Ihr wisst nicht zufällig, wo Cosmos Büro ist, oder? Wenn ich das richtig verstehe, dann seid ihr hinter irgendeinem Typen von der Erde her, hm? Kein Ding, Mann, ich verstehe schon. Wir Erdlinge sehen alle gleich aus. Nicht so wie ihr. Euch kann man leicht unterscheiden. Ah, komm auf den Punkt, Terraner. Der Punkt ist, ich kann euch helfen, den zu finden, den ihr wirklich sucht. Terraner sehen alle gleich aus. Aber dieser Terraner hat ein Wort auf dem Rücken stehen, wie es im Steckbrief heißt. Welches Wort hast du da auf dem Rücken? I love nowhere. Oder vielleicht auch Star-Lord. Wie auch immer. Auf ihn! Wir sollen einen Terraner mit Wörtern auf der Jacke einstampfen. Viele Leute haben die Jacken. Ja, aber du bist der, den die Lady will. Also stirb am besten schnell. Moment. Wollte Lady Agent tot oder lebendig? Lady Agent? Was auch immer Lady Hellbender euch bezahlt, ich verdopple es. Keine Chance. Niemand verärgert Lady Agent. Das Dreifache. Ich verdreifache. Jetzt hat er Angst, Ross. Würde es helfen, wenn ich mich entschuldige? So machen wir unsere Units. Zeit für den Stiefel. Von dem einen Job auf Contracts hier vielleicht. Lady Edge hat gesagt, dass du sie auch nicht fasselst. Du wirst verstanden. Okay, okay, okay. Time out, time out. Alter, ich bin außer Puste. Jungs, es ist völlig klar, dass wir gleich stark sind. Ha! Sind wir nicht. Wir sind absolut unbesiegbar. Oh, das ist blöd. Aber wir sind doch alle Profis hier, oder? Stimmt's. Wir finden bestimmt eine Lösung. Du musst
sie trennen, bevor du schießt, Peter! Achtung, Peter! Okay, das war's jetzt für euch zwei. Wir schlagen zwei Fliegen statt einer. Gemeinsam sind sie zu stark. Weg da! Mach sie fertig, Gamora. Schön, dass du vorbeikommst, Gamora. Du kannst mir später lassen, wenn wir sie aufgeschaltet haben. Sie dürfen nicht zusammenkommen. Und wer kommt da hin? Her! Das ist unsere Chance! Das ist bestimmt eine Nacht! Peter! Sie haben uns beobachtet, seit wir auf Lower gelandet sind! Beweg dich nicht so viel! Gamora, erledige sie! Besser ist besser! Ein dicker Mist, dreckiger Terran! Diese Typen schlucken die Kugeln einfach! Habt ihr uns vermisst? Zeig ihn, Drax! Der Tod ist da! Ich bin froh, dass du dich vor meinem Einsatz umgebracht hast. Ich verstand vor euch alle drei zu staunen. Diese Rüstung macht Teamwork gar nicht, wenn die andere Seite es einsetzt. Ich am Ende. Immer wieder nachdenken. Dieser Quill zieht weiter ihre Aufmerksamkeit auf dich. Gute Idee. Es ist viel leichter, die zu erledigen, wenn sie abgelenkt sind. Heißes Messer! Mit Inbrunst! Greifen Sie an, wenn Sie getrennt sind! Ich werde Sie trennen! Was? Mit was? Nee, du musst doch gleich. Was glaubst du? Hey, das ist aber nicht vollkommen wie wir. Also. Aber sorry, man. Komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Oh, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Ich pass auf mich auf, Ma, das mache ich doch immer. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her. Ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Klar, dass du nicht wartest. Weißt du, was Geburtsrecht heißt, Peter? Das ist, was das zu dir gehört. Wie dein Name. Bevor dein Vater wieder ins All geflogen ist. Ach, Mom. Ich weiß, es klingt verrückt und du wolltest mir nie glauben, aber es hat sich was geändert.
Und ich brauche dein Vertrauen mehr als jemals zuvor. Und das hilft vielleicht. Wow. Ganz langsam, Cowboy. Die gehörten deinem Vater. Ich dachte, er hätte die zu unserem Schutz dagelassen. Aber es könnten auch Briefbeschwerer sein. Aber wenn sie es schaffen, dich davon zu überzeugen, wer er wirklich war, dann sind sie vielleicht Schutz genug. Schutz wovor denn? Dein Vater war nicht nur von einem anderen Planeten, er war jemand Bedeutendes. Und als solcher hat man Feinde. Was denn für Feinde? Genau weiß ich das nicht. Sein Volk war im Krieg. Und er wusste, dass wenn er bei uns bleibt, ihm der Krieg auf die Erde folgt. Also musste er diese Entscheidung treffen. Er hat also dieses Leben für sein Volk geopfert. Dein Vater ging weg, um uns zu beschützen. Das hat 13 Jahre funktioniert. Aber jetzt ist etwas unterwegs. Wir werden beobachtet. Mom, wenn du unbedingt ein Spiel spielen willst, dann sag es doch einfach. Hoffentlich irre ich mich, Peter. Das meine ich ernst. Doch als Königssohn, egal auf welchem Planeten, trägst du für den Rest deines Lebens eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich weiß, du bist sehr mutig. Aber du musst auch klug sein. Es kann sehr schnell gefährlich werden. Ich lass mal Kubrick raus. Bin gleich zurück. Echt krass. Nein! Mom? Existieren wirklich. Was geht hier ab? Ihr Bastarde hattet Glück, ja. Wir hätten euch fast ermordet. Das heißt ermordet. Hat er doch gesagt. Ha! Kein Grund, pädiatrisch zu werden. Oh, na super. Wir hätten euch alle umgebracht. Bis auf dich, Mr. Großmaul. Nein, Lady H will dich leben, aber nicht zuleben. Dann ist eure Mission erbärmlich gescheitert. Peter Quill, diese miesen Kopfgeldjäger behaupten, Lady Hellbender hätte sie angeheuert, uns zu töten. Hey, wir sind keine Nieten.
Wir gehören jetzt zu einer Liga. Nein, 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 nicht Liga. Du hast selbst gesagt, sie jagt uns bis zum Ende des Universums. Ich hatte gehofft, sie schickt ein Monster, nicht diese beiden. Wir hätten dich mörderisiert. Aber keine Sorge, da kommen noch mehr. Hast du das gehört, Peter Quill? Ein Lichtblick? Ja, das ist toll, Drax. Wir sitzen nicht mehr lange hier. Hey, das ist ein großer Fehler. Ich bin unschuldig. Freunde, wir müssen uns bald bist du da draußen? Sehr Cosmo. Bald. Dann werdet ihr wünschen, wir hätten euch umgelegt. Haltet den Mund. Schön, dass du endlich aufgetaucht bist. Noch schöner wäre gewesen, wenn du mich gar nicht erst sitzen gelassen hättest. Ich war nie weg. In einem Moment ist alles gut und im nächsten... Warte mal, hast du mich als Köder benutzt? Tja, dein Plan ist aufgegangen. Ein bisschen zu gut. Immerhin sitzen wir im Gefängnis. Wir sind alle unsere eigenen Gefangenen. Du denkst also, Lady Edge holt uns hier raus? Jemand holt uns bestimmt raus. Ihr Name ist Lady... die Hellbender. Verteidigung zurechtlegen? Nur für den Fall. Ich habe noch nie eine Verteidigung gebraucht, Bruder. Ich habe nachgedacht. Weißt du, was besser ist, als sich einen Ausweg zu überlegen? Einfach ausbrechen. Ich find's gut, wenn du nachdenkst. Wir machen das, wo du so tust, als müsstest du aufs Klo. Und dann, zack. Ich muss aber wirklich, umso besser. Oh, ich muss dringend aufs Klo. Ich muss auch dringend. Hallo? Cosmo? Ich muss wirklich dringend auf die Toilette. Ich bin gut. Ja, bleib ihm gefälligst von der Rinde. Au, das Pilz hier hat mich gekratzt. Ich mach gleich noch mehr, ich werde dich ermördern. Hey, Jungs. Euch hatte ich hier nicht erwartet. Klappe, Flacherdler. Flacherdler? Ja, noch dazu ein Ungepflegter. Schnauze jetzt und rein da. Komm schon, Mann. Was ist dein Problem? Du, deshalb sind wir weg. Ich bin gut. Doch, hast du. Und jetzt hör auf, mit ihm zu reden. Rocket, Kumpel, komm schon. Wir hatten was Cooles am Laufen. Du und Groot, ihr seid doch keine Schmalspur-Kopfgeldjäger. Spott. Was hast du gesagt? Ich sagte Spott. Man sagt nicht Spott, man sagt was Spöttisches. Oh, drücke ich mich für dich nicht korrekt genug aus? Weißt du was? Du bist so ein richtiges Wuff! Ich bin gut. Rocket, Mann! Wuff! Wir hätten dich wuffen sollen, als wir die Chance wuffen! Ich bin gut. Von wuffen? Ihr seid ja wuff, wuff, wuff! Was? Willst du mich verwuffen? Ich hab euch eine Bazillion Mal gesagt, dass ich kein Wufftier bin! Was wuffst du denn? Du wuff, wuff, wuff! Ich bin gut. Wuff, wuff, wuff! Wuff, wuff, wuff! Wuff, wuff, wuff! Was ist das denn für ein Hexenwerk? Wo sind wir? Ihr immer noch seid auf Nowhere. Cosmo, wie geht's dir, Kumpel? Wir wollten gerade... Wächter von Galaxien verraten Cosmo Grund für Einbruch in Continuum-Kortex. Sonst Cosmo wird sie geißeln mit noch schlimmeres Psychogulag. Einbruch in den... Füttere Cosmo nicht Katzenkeks, Piotr Quinn. Du arbeitest mit Blood Brothers.
machst Ablenkung, damit Freunde dreister Waschbär und denkender Baum Continuum-Cortex benutzen können. Vielleicht wegen Eigennutz. Cosmo weiß auch, Wächter von Galaxien haben Nova-Träger auf Schiff. Okay, das ist sicher nur ein großes Missverständnis. Stimmt's? Stimmt. Wir sind hier wegen eines Vorfalls auf Nova Rock. Wächter von Galaxien waren auf Nova Rock? Ja, wir wollten bei Centurion Corell unsere Strafe zahlen. Warum? Seltsame Signale springen durch Galaxie. Wie Hasen im Frühling. Cosmo schickt viele Teams für Untersuchung. Keines kommt zurück. Jetzt Nova Rock sendet selbes Signal. Wächter von Galaxien sagen Cosmo, was sie gesehen. Das Nova-Corps hat einander umgebracht. Ich bin Groot. Als wären sie auf irgendeiner üblen Droge oder sowas. Oder wie ein Kult. Ja, dieses Ritual mit dem Priester. Es ging um ein Versprechen. Sofort, Sir. Bruderschaft der Raptoren. Kult der negativen Zone. Kirche der universellen Wahrheit. Das sind sie. Und der alte Mann, der bei ihnen ist. Sein Shuttle explodierte auf der Harlas Hope. Der große Einiger Rekar, Kopf von Universelles Kirche von Wahrheiten. Cosmo kennt diesen Namen. Ein alter Kult. Sehr mächtig im galaktischen Krieg. Jetzt nicht mehr so sehr. Du hast gesagt, der Rock sendet irgendein Signal. Könnte ihre Religion irgendwie... Nicht. Universelles Kirche von Wahrheiten starb mit goldhäutigem Gott. Wir könnten ja die Harlas Hope für dich untersuchen. Ich bin gut. Was? Keins deiner Teams kam zurück, richtig? Mir scheint, dir gehen langsam die Leute aus. Und wir wollen auch wissen, was passiert ist, genau wie du. Echt? Also lass uns das für dich machen. Piotr Quill immer winken mit Leckerli. Danach immer bitterer Nachgeschmack. Bald. Was wollen Wächter von Galaxien dafür? Ganz einfach. Keine Anklage. Und Nova Corps und das World Mind sollen uns die Strafe erlassen. Dann gehen wir. Das sei nicht so einfach. Sie ist ein Flohkiste. Du brauchst uns. Uns? Fürs Erste. Außer du findest ein paar andere Dumme. In Sowjetrussland, Cosmo würde Kapitalisten Abschau nicht glauben. Aber hier nicht Mutterland. Und Cosmo kennt Macht von Faustpfand. Wächterschiff bleibt auf Nowhere. Was? Du kannst uns nicht unser Schiff? Mein Schiff. Wie sollen wir die Harlas Hope finden? Frag dreisten Waschbär. Jetzt kommt. Zeit ist entscheidend. Also, wo genau geht's jetzt hin? Zur ursprünglichen Siedlung von frühen Tagen, bevor kam die Warngruppe. Also gibt's die erste Bergbaukolonie noch? Da, jetzt verlassen. Größte Teil. Und da gehen streng verbot. Hier bist du also eingebrochen? Für Einbrechen war's zu einfach. Moment. Das ist der Continuum-Cortex? Ist bester Weg, Nova-Schiff zu erreichen, bevor weiterfliegt. Du hast Corell gefunden. Wo ist sie? Nova-Schiff aktuell im Elytra-System, Orbit von Mykoplanet. Contraxia? Cosmo nicht überrascht, dass dreister Waschbär mag Müllplanet. In den Toiletten.